Herr Priggen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wir arbeiten natürlich hier in unterschiedlichen Rollen. Norbert Römer und ich reden für die Fraktionen, die die Regierung tragen, die die Arbeit machen müssen. Herr Laschet und Herr Lindner haben für die Opposition geredet. Sie waren vor 5 Jahren in der Regierung. Naturgemäß können Sie nicht zur Verantwortung gezogen werden für das, was Sie sagen. Ich habe 1,5 Stunden beiden ganz sehr konzentriert zugehört, weil natürlich interessiert, wenn man die Arbeit macht, was sind die Alternativen. Ich nehme eine ganz eindeutige Botschaft mit. Beide wollen Studiengebühren in diesem Land wieder einführen. Das ist eine ganz klare Botschaft an 700.000 Studierende, an ihre Eltern. 1.000 Euro mehr pro Auszubildenden im Jahr netto vom Verdienst ist das, was sie wollen. Bei Laschet heißt es noch so ein bisschen verschwiemelt Nutzergebühr. Wir wollen hoffen, dass er bei der Stange bleibt und das dann auch in seinem Landtagswahlprogramm klar benennt, weil dann haben alle ganz klare Karten an der Stelle und alle wissen, wenn sie ihn wählen, was sie als Quittung dafür kriegen, wie der Eintrittspreis ist. Zweiter Punkt, aber nur kurz. Kollege Lindner, wenn Sie der Ministerpräsidentin beim Karnevalskostüm beraten zur Seite stehen wollen, habe ich eine Empfehlung für Sie. Die FDP als Costa Concordia der deutschen Politik und Schettino die Karnevalsuniform für Sie als Karnevalskostüm. Ja, dann haben Sie auch was Adäquates, wenn wir auf das Niveau runter wollen. Und der Kollege Laschet, gibt so ein altes Kinderlied, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? So, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Niemand, Kollege Laschet. Und nicht nach der Rede. Ich habe mich vorher gefragt, wir sind ja jetzt 5 Jahre, oder das ist der 5. Haushalt, mit dem wir arbeiten. Wir sind an der Stelle gespannt darauf gewesen, was Sie als potenzieller Ministerpräsident dann hier als Rede bringen würden. Ob Sie eine alternative Bewerbung hier bringen würden. Aber ich kann Ihnen sagen, für mich ist das in der Bilanz maximal das, was für eine große Koalition reicht, der Platz neben Frau Kraft. Aber für einen Ministerpräsidenten war das jedenfalls keine Bewerbung. Und Sie haben das schon geahnt. Ich fand besonders schäbig, wie Sie am Beispiel von Burbach das Land schlecht geredet haben. Typisch für NRW. Wissen Sie, in Bayern brennen Asylbewerberheime. Niemand von uns käme auf den Gedanken, den Bayern vorzuwerfen, sie wären schlecht, weil das da brennt. Das wissen wir alle, dass das bayerische Volk, dass auch die bayerische Regierung da nichts für kann. Aber Sie nutzen Burbach, um praktisch das Land schlecht zu reden an dem Beispiel. Sie dürfen Regierung kritisieren, aber das war das typische Beispiel dafür, wie Sie das machen. Und Herr Kollege Laschet, ich bin noch nicht fertig. Sie haben in unglaublicher Dreistigkeit haben Sie die Demonstration in Köln für sich reklamiert. Er hat sich hier hingestellt und hat gesagt, und die Höhner und der FC und alle waren auf der Demo in Köln. Die einzige Partei, die in Köln nicht aufgerufen hat, die einzige, war die CDU. Nein, war die CDU. So ist es. So ist es. Und das ist kein Einzelfall, Herr Laschet. Hier in Düsseldorf hat es letzte Woche vor dem Landtag an der Stelle eine Demonstration gegeben, zu dem sich Teile von uns verhalten haben. Da haben unter der Rheinbrücke Parteien, Fraktionen, Bürger aus Düsseldorf demonstriert. Und auch da, die einzige Partei, die in Düsseldorf nicht aufgerufen hat, war die CDU. So, deswegen, lieber Kollege Laschet, ja, wer sich mit solchen Federn schmückt und die Eindrücke erweckt. Und Herr Kollege Laschet, dann will ich Ihnen doch eins sagen. Das, was im Moment passiert an der Stelle, wo tatsächlich Menschen Angst eingejagt wird, wogegen ausländische Mitbürger Stimmung gemacht wird, hat auch damit zu tun, dass eine große Volkspartei Sachen diskutiert, wie in unseren Wohnzimmern soll nur noch Deutsch geredet werden. Damit schürt man genau die Stimmung und da haben Sie eine Mitverantwortung. So. Der eigentliche Anlass ist aber die Haushaltsdebatte und ich würde gerne ein Stück weit eine Bilanz ziehen. Die CDU ist 5 Jahre in der Regierung gewesen. Der Haushalt, den wir beschließen, ist das 5. Jahr, wo Sie wieder in der Opposition sind. Und bei aller Kritik, die üblich ist, die Sie auch gerne machen dürfen, Sie haben Ihre Strategie zum Haushalt in den letzten Jahren mehrfach geändert, und zwar mit einer ganz, ganz eindeutigen Richtung. Hochspannend war Ihr Sanierungskonzept 2013-2020. Mit Luftbuchungen 1,5 Milliarden Einsparungen. Der Höhepunkt waren
knappe 570 Millionen Euro als Einnahme aus der Schweiz für Steuerhinterziehung. Das war Ihr Bußgeld. Und der Kollege Siewicke war der Ablassprediger, der hier durch den Landtag gegangen ist und immer von Amnestie gesprochen hat. Und er sah nur noch reuige deutsche Steuersünder und wollte keine CD-Ankäufe mehr. Und wir haben klargemacht, es gibt diese, es gibt Transparenz. Und die Gesamtsumme der Einnahmen aus diesem Bereich von 2010 bis 2013, 1,5 Milliarden. Und alleine im August diesen Jahres, bis August diesen Jahres 890 Millionen Mehreinnahmen durch Steuerhinterziehung, nur weil wir hart geblieben sind an der Stelle und Ihnen nicht gefolgt sind. Und es hat allein im Jahr 2014 35.000 Fälle von Selbstanzeigen in Deutschland gegeben. 35.000. Die nordrhein-westfälische Bilanz, ich habe mir die Details alle mal angeguckt, ist ganz interessant. Von 2010 bis jetzt bei der OFD Münster 8.000, bei der OFD Köln 19.000. Also 70% der Selbstanzeigen im Rheinland und nur 30% in Westfalen. Ich weiß noch nicht genau, was uns das sagen soll im Detail. Aber klar ist, wir kämpfen für Steuerehrlichkeit mit einem guten Ergebnis und Sie haben für die Menschenwürde der Tresore gekämpft. Das war die falsche Rede. So. Sie haben in Ihrem Haushaltskonzept 2013 die 250 Millionen Studiengebühren drin gehabt. Da sind Sie ja jetzt wieder eindeutig und ich bin gespannt darauf, ob diese Botschaft auf Dauer von Ihnen durchgehalten wird. Sie wollen als einziges Bundesland in Nordrhein-Westfalen dieses Rollback durchführen. Alle anderen 15 Länder haben die Gebühren abgeschafft. Aber sagen Sie es klar und deutlich, Sie haben auch gesagt, dass Sie die Kindergartengebühren wieder erhöhen wollen. Das sind 150 Millionen für die Eltern und die Kinder in den Familien. Auch das ist eine ganz klare Sache, die Sie ansagen. Sie haben 2013 große pauschale Kürzungen vorgenommen, 20% Kürzung auf alle Förderprogramme. Das erinnert an den großen Baukonzern Baumarkt, der gesagt hat, 20% auf alles außer Tiernahrung. Aber Sie werden einfach nicht präzise. Konkret werden Sie da nicht 32 Millionen beim Personal, aber nicht bei Schule, bei Hochschule, bei Polizei, bei Justiz, bei Finanzverwaltung. Da sind aber 96% des Personals. Das heißt, pauschal ist der Vorschlag und dann ist er im Konkreten nichts wert. Die ganze Haushaltsoperation 2013 waren nur solche einzelnen Luftbuchungen. In der zweiten Phase haben Sie hier in der Rede nur noch einen Vorschlag gehabt, der war richtig bizarr. Sie haben gesagt, wie im Saarland 10% des Personals einsparen. Das war Ihr Vorschlag. Das Land Nordrhein-Westfalen bezahlt etwas über 400.000 Stellen. Dann erschrecken immer alle. Das sind 180.000 im Lehrbereich, 116.000 in den Hochschulen, 50.000 bei der Polizei, 30.000 Justiz, 30.000 Finanzen. Das sind die großen Brocken. Aber wenn es konkret werden soll, wenn Sie sagen sollen, wo denn die Stellen eingespart werden, dann sind sie immer weg. Dann bleiben immer nur über die Ministerien und die Bezirksregierungen. Das sind alles in allem 11.000. Alles in allem. Wenn ich die komplett streiche, kann ich die 40.000 nicht einsparen. Aber das ist wohl CDU-Voodoo-Ökonomie. Sie kriegen es anders nicht hin. Und Sie haben eine Konstante an der Stelle, dass Sie das Land schlecht reden. Und Sie nehmen einfach nicht zur Kenntnis, wir haben im August diesen Jahres eine Untersuchung von PricewaterhouseCoopers gehabt. Länderfinanzbenchmarking, Vergleich aller 16 Bundesländer. Das heißt, kein Gutachten, was wir in Auftrag gegeben haben, was speziell Nordrhein-Westfalen begünstigt. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, und ich habe sie zur zweiten Lesung hier im Detail dargestellt, dann konnten Sie sehen, dass das Land Nordrhein-Westfalen sehr gute Ergebnisse hat im Vergleich der Kosten der Strukturen auch zu den anderen Bundesländern. Nicht Platz 1, das will ich gar nicht sagen, aber immer wieder in den Plätzen 5 oder 6 von 16 Ländern und ganz anders, als Sie es jedes Mal machen. Und das in einem Vergleich, der über alle 16 Länder gezogen wurde. So, und jetzt nähern wir uns der dritten Phase, wo Sie aus meiner Sicht Ihre Haushaltsstrategie mal offenlegen müssten. Wir sind 2 Jahre vor der Landtagswahl, wenn Sie den Anspruch hätten, dass Sie tatsächlich 2017 hier die Regierung übernehmen, dann müssten Sie mal konkreter, präziser, verbindlicher werden. Aber was kommt jetzt stattdessen? Bürokratieabbau, stattdessen kommt Wirtschaftsbeschleunigung, Wachstumsprognosen. Aber da, wo Sie uns immer geißeln, dass wir Geld falsch ausgeben, kommt nicht ein konkreter Einsparvorschlag, den Sie tatsächlich umsetzen würden. Mit der Ausnahme, muss ich sagen, der unsozialen Beiträge eben zu Studiengebühren und auch zum Kinder- und Jugendbereich. Was Sie aber immer machen,
Was Sie immer machen, ist das Land schlecht reden. In jeder von den Phasen. Und ich habe vorhin eine Strichliste geführt, als Sie angefangen haben zu reden. Ich habe es nachher aufgegeben. Es dauerte keine 2 Minuten, da waren Sie schon wieder an der Stelle unterwegs. So, und Sie, Herr Laschet, Sie drehen ja doch auch eine interessante Pirouette nach dem anderen. Sie wollten uns die Dobrindt-Maut hier auch noch als SPD, also als Gabriel- und Dobrindt-Maut verkaufen. Dann waren Sie der große Drachentöter, der an der Stelle verhindert hat, dass sie auf alle Straßen ausgedehnt wird. Und Sie haben alle kritisiert, die diesen Unsinn weiterhin Unsinn genannt haben. Und Sie wissen doch, Sie wissen doch ganz genau, gerade weil wir beide in der Grenzregion wohnen, was das als Reaktion heißt, wenn es heute im Kabinett beschlossen wird. Das heißt, die Holländer, die Belgier, die Luxemburger werden reagieren. Und dann wird es alle hier belasten. Und es passt nicht zu einem modernen Europa. Und deswegen müssen Sie sich aufstellen. Da haben Sie uns an Ihrer Seite, dass das Ding überhaupt nicht kommt. Und wir können zusammen nur hoffen, dass es irgendeinen verständigen Richter gibt, der das Ganze dann an der Stelle beerdigt, weil es überhaupt keine Zukunftsperspektive für uns hat. Ich hätte eigentlich Ihre Unterstützung gern an einem anderen Punkt. Weil egal, ob Sie 2017 Opposition sind oder Regierung wären, mit der Frage der strukturellen Benachteiligung dieses Landes hätten Sie genauso zu kämpfen, wie wir das haben. Und da wäre genau die Zäsur, um sich endlich ehrlich zu machen und um auch draußen zu vertreten, es gibt eine Benachteiligung dieses Landes seit mehr als 20 Jahren. Neben dem Strukturwandel müssten wir uns verständigen, worin die besteht. Und dann kann man politischen Wettbewerb machen, aber darunter müsste man klar haben, was ist die Benachteiligung und warum ist sie. Und es ist ja angesprochen worden. Der Kollege Obtendrenk, Ihr Schattenfinanzminister in Spee, hat in seiner Rede zur zweiten Lesung ausgeführt, man dürfe nicht verschweigen, dass NRW von den anderen nicht benachteiligt worden sei, sondern unter anderem von Kohlepfennig und den Kohlebeihilfen in Milliardenhöhe profitiert habe. Und der Kollege Rehbaum von der CDU hat am 5. Dezember gleiche Kerbe geschlagen und auch einen Schuldigen ausgemacht. Schuld an der Benachteiligung Nordrhein-Westfalens seien Verhandlungsfehler von Johannes Rau im Jahr 1993. Interessant ist an der Stelle, über 20 Jahre liegt das zurück. Und ich glaube auch, dass in den Ursachen was Richtiges dabei ist. Aber es war nicht die SPD. Nicht die SPD alleine. Deswegen machen Sie sich da überhaupt keinen schlanken Fuß. Wir kennen alle die Kollegen. Fritz Kollatz, der hier war, der Bundesknappschaftsvorsitzende, CDU-Kollege. Helmut Linsen, Finanzminister, jetzt noch im Vorstand der RAG-Stiftung. Lothar Hegemann, jetzt gerade nicht im Raum, aber hier lange schon tätig. Und auch andere. Das heißt, es gab immer einen großen Kohlekonsens, dass der Strukturwandel in NRW von 600.000 Bergleuten über 170.000 Beginn der 90er Jahre mit Bundesunterstützung aufgefangen werden soll. Wenn man das aber gemeinsam so getragen hat, und ich weiß ja auch, dass erst in den späteren Jahren die Position geändert worden ist, auch mit Ihrer Hilfe, aber wenn man das so lange getragen hat, dann muss man die strukturelle Benachteiligung daraus auch zusammen benennen und muss nach vorne reklamieren. Das, was geändert werden muss. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Und es ist doch eins eindeutig. Ich habe mir die Zahlen raussuchen lassen seit 1990. Das hat in den Jahren von 90 bis 2000 in jedem Jahr etwa 4 Milliarden im Schnitt an Beihilfen gegeben. Kohlepfennig und Absatzbeihilfen. 4 Milliarden Euro. Das ist, wenn Sie es auf heutige Werte umrechnen, 6 Milliarden pro Jahr. Wenn die im Bund zusammensitzen um den Tisch und verteilen die Finanzmittel und jemand kriegt vorab 4 Milliarden, dann gehen natürlich alle anderen zu und sagen, jetzt seid an der oder der Stelle ein bisschen ruhiger. Und daraus rührt her, das ist die Wurzel aus meiner Sicht, dass wir bei den... Ja, sicher haben Sie... Aber Herr Laschet, das ist genau das, was ich Ihnen vorwerfe. Sie machen sich den schlanken Fuß, von uns hat keiner geholfen. Aber Herr Laschet, ich bin einmal in Berlin gewesen, habe mit Ihrem früheren Bundeskanzler über die Kohlestrategie der CDU geredet. Sie waren in der großen Kohlekoalition Jahrzehnte beteiligt. Ich habe die Kollegen eben aufgeführt, die namentlich und persönlich sich über Jahre da eingesetzt haben. Natürlich waren Sie eingebunden und Sie haben es mitgetragen, worum es mir nur geht. Wir wollen Sie als Verbündeten haben, wenn wir uns aufstellen und sagen, den Hessen, den Baden-Württembergern und allen anderen, diese strukturelle Benachteiligung des Landes, die eine Wurzel da hat, die muss aufhören. Es kann nicht angehen, dass wir im Verkehrsbereich als großes Infrastrukturland mit Ost-West- und Nord-Süd-Achsen 15% der Regionalisierungsmittel kriegen. Nach Königstein stünden uns 21 zu. Die Leistung ist höher und das sind jedes Jahr 400 Millionen, die uns fehlen. Ja, da muss aber eine gemeinsame Aufstellung. Ja, Herr Laschet.
Es ist aber doch völlig klar, dass in der Verteilungsauseinandersetzung, die zurzeit läuft zwischen den Bundesländern, wo die Parameter fixiert werden für die nächsten 20 Jahre, die Hessen, die Baden-Württemberger nicht natürliche Verbündete von Nordrhein-Westfalen sind. Wenn ich zu meinen grünen Kollegen gehe, die jetzt in 8 Landesregierungen beteiligt sind, dann sind die doch nicht da und sagen, weil du so ein sympathischer Kerl bist, mach ich das Portemonnaie auf. Wenn aber dann die Kronzeugen gegen uns immer aus ihren Reihen kommen, natürlich, das ist genau der Punkt, wenn die Kronzeugen aus ihren Reihen kommen und sie das an der Stelle mitbefördern, dann wird das Verhandeln nicht leichter. Und deswegen muss es eine einige Position sein. Der Königsteiner Schlüssel aus dem Königsteiner Staatsabkommen von 1949 regelt die Verteilung zwischen den Bundesländern nach Steuerkraft und nach Bevölkerungszahl. Und da liegt Nordrhein-Westfalen seit Jahrzehnten etwa bei 21%, weil wir 21% der Bundesrepublik sind mit unseren rund 18 Millionen Einwohnern. Und abweichend von diesem Schlüssel kriegen wir in relevanten Bereichen weniger Geld. Das ist genau der Punkt, der geändert werden muss. Ich habe die Regionalisierungsmittel angesprochen, aber auch im Hochschulbereich ist das genauso. Wir haben eine unglaubliche Leistung im Hochschulbereich. Kommen nachher noch auf die Finanzen, aber wir bilden aus 26%